wie Sie sich im Vertrieb motivieren. Hallo, ich bin Michael Friedrich, Ihr Experte für Kommunikation in Management und Vertrieb. Wer im Verkauf arbeitet, kennt neben erfolgreichen Phasen auch Zeiten, in denen das Geschäft weniger gut läuft und man den Arbeitsalltag als anstrengend oder gar frustrierend erlebt. Je besser Ihre innere Selbstmotivation ist, desto schneller überwinden Sie genau diese Phasen. Sie sind so in der Lage, dauerhaft erfolgreich zu sein. Hier 5 konkrete Möglichkeiten, sich immer wieder neu zu motivieren. Erstens, Ziele setzen. Erfolgreiche Menschen, gerade im Vertrieb, führen ihren Job mit viel Leidenschaft und Engagement aus. Meist haben sie eine genaue Vorstellung von ihren Zielen und lassen sich durch Rückschläge seltener beirren. Formulieren Sie also Ihre mittel- und langfristigen Ziele und halten Sie sie am besten schriftlich in einem kleinen, persönlichen Motivationsbuch fest. Sie sind so schneller und nachhaltiger präsent. Zweitens, positives Denken. Betrachten Sie das Glas regelmäßig als halb voll statt halb leer. Sobald Sie sich bei einem negativen Gedanken ertappen, machen Sie sich das Positive an dieser Stelle klar und wandeln Ihren negativen Gedanken in einen positiven um. Investieren Sie also Ihre Energie in eine positive, sich selbst verstärkende Gedankenspirale. Drittens, Selbstorganisation. Gerade in einem Job, den Sie eigenständig gestalten, brauchen Sie eine gute Selbstorganisation Ihres Arbeitstages. Neben angenehmen Aufgaben gibt es immer auch ungeliebte Tätigkeiten, die ebenfalls zu erledigen sind. Arbeiten Sie mit To-Do-Listen und schreiben Sie vor jedem Arbeitstag Ihre konkreten Tagesziele auf. Dies schafft Übersicht und gleichzeitig das gute Gefühl, alles im Griff zu haben. Viertens, Risikobereitschaft. Erfolgreiche Menschen gehen hin und wieder auch kalkulierte Risiken ein. Selten geht die eigene Strategie immer auf. Dafür passieren ab und an Fehler. Stehen Sie zu diesen Fehlern und entwickeln Sie eine positive Fehlerkultur. Aus jedem Fehler können Sie wertvolle Erkenntnisse ziehen, die Sie ein Stück weiter an den nächsten Erfolg führen. Wagen Sie deshalb immer wieder bewusst einen neuen Schritt. Seien Sie neugierig und stoßen Sie gelegentlich in unbekanntes Terrain vor. Fünftens, Lächeln. Lächeln macht glücklich. Studien haben gezeigt, dass Lächeln auf Ihr Gegenüber positiv wirkt und ihn reflexartig zu einem Lächeln animiert. Durch Ihr Lächeln, selbst wenn es Ihnen schwerfällt, schüttet Ihr Körper Endorphine aus und erzeugt damit eine positive Stimmung, bringt Sie automatisch in gute Laune. Und ganz nebenbei wirken Sie auf Ihren Kunden sofort noch sympathischer. Trotz dieser positiven Strategien im Umgang mit sich selbst tauchen hin und wieder Schwierigkeiten auf. Daher ist es wichtig, sich von eigenen Be- und Verurteilungen zu distanzieren und stattdessen zu versuchen, positiv darauf zu reagieren. Wenn nötig, gönnen Sie sich eine Pause, lenken Sie sich ab und tun Sie etwas Gutes für sich. Weitere Business-Tipps, gedruckt, vertont oder verfilmt, finden Sie auf meiner Website www.einfach-klartext.de. Schauen Sie doch einmal rein. Ich freue mich sehr über Ihren Besuch. Herzliche Grüße aus Aachen, Ihr Michael Friedrich.